besten Platz ever. Schau, denk mal, diesen Whirlpool. So krass, super. Geschafft. Oh Gott, der ist nur kleiner. Es ist einfach krass eng da. Schönen guten Morgen. Diesmal ist ein Val Resia. Ja, 60 da hinten. Du schaust denn da früh aus im Sinne schon. Also ja, richtig cool. Voll, ja. Ja, für uns wäre es auch ganz cool. Ein bisschen was exploren und Anführungszeichen. Mich hat man da einmal was anschauen. Für uns soll es heute einmal da reingehen. Eigentlich wollte ich die Überschreitung vom Blaures machen, aber mit meiner Hand schalte ich noch einen Gang zurück. Die Idee ist, da euch jetzt am Bergwerk und dann am Trail wieder rauszufahren. Ob bzw. wie der überhaupt geht, keine Ahnung, wissen wir nicht. Müssen wir probieren. Genau. Wir haben alles mit, Lampen mit und so, weil wir wissen, dass wir durch Stollen durchfahren müssen, dass wir Licht haben. Ja, lass uns auf uns zukommen. Genau. Und dann hüpfen wir in die Gumpen. Ah ja, ah. Das ist schon warm. War brutal. Das ist echt. Alles ist geil, so ja, heiß ist cool. Da unten. Haben wir. Ja, Spaß. Aber massiv, es ist kaum mehr Wasser. Also ihr seht das, das ist das gesamte Wasser vom Val Resia raus. Und das ist nicht wirklich viel, man denkt, das da ist ewig, weil dieser Gumpen, das hat einfach aufgestaut. Aber es ist schon richtig, richtig krass jetzt. Ja. Wahnsinn. Total. Ja, so geht's für uns, ist da einer. Voller Schnee auf Asphalt, auf Schotter, wechselnd. Steil, aber sehr schön. Echt traumhaft. Landschaftlich voll typisch. Boah, ist so steil. Gut, für uns ist es schon fast Endstadium. Ja, kann man so sagen, zum dritten halt zumindest mal. Da ist für uns auch vergangen. Ewig steil ist, habt ihr auf der GoPro gesehen, wo Schotter ist, wo steil. Und wo Asphalt ist, ist extra steil gewesen. Ganz, ganz fein. Aber die Höhenmeter sind gerade so verflogen. Und da geht es jetzt für uns auf, Tragepassage. So ca. 300 Höhenmeter ungefähr. Dann sind wir schon um sein. Gut. Wir sehen schon beim Drang jetzt. Wunderschön. Ersten Sonnenstrahlen da rauf. Ein historischer Weg von Mine. Und das erkennt man auch voll gut. Aber es ist echt traumhaft da rauf mit den Kulissen. Wahnsinn. Es hat gefühlt schon 40 Grad. Aber echt super. So schlängeln wir uns da weiter rauf. Traumhaft. Die Kulissen ist einfach atemberaubend. Und da seht ihr immer den Bach, der so trocken ist. Und die geilen Berge da. Traumhaft. Die Heli haben sie auch. Heli fliegt heute auch die ganze Zeit, ja? Weiß nicht, was der tut. Der bringt jetzt die Außen auf. Ja, das stimmt, das war geil.
Ja, an der Mine angekommen. Herrscht Vollbetrieb. Jetzt haben wir da mega Festlauf gebaut, und hinten schneiden wir was zusammen. Und echt krass. Aber glaubt schon, es ist wirklich warm. Ja, für uns geht es jetzt aber wieder nach unten. Ne? Das heißt eigentlich, das sagen wir, wenn die Teil, wo wir jetzt rein sind, aussehen. Hat mega cool im Uphill schon ausgeschaut, ist sicher eine satte Sache im Downhill. Ja. Und wir lassen uns rocken, würde ich sagen.
Ja, gut, unser Weg geht so weiter. Richtig cool und halt teilweise seilversichert. Und so schlingen wir uns dort um. Aber geile Sache, ja? Cool. Ja gut, seht ihr, ist relativ klar. Schauen wir mal, ob es geht. Boah. Da hinten ist ein Gras und das war jetzt mal der kleinste. Ja. Ah, schaut gut aus. Schaut gut aus? Ja. Das nennt man Exploration. Wir kommen durch, ja. Hinten ist der Kiste. Super. Geschafft! Oh Gott, der ist ja nur kleiner. Nein, der ist gleich. Okay. Wir sehen, Kind sind wir mehr als wir Exploration. Wir haben jetzt mittlerweile das Vorderrad ausbauen müssen. Martins Radl ist schon drüben. Das ist jetzt meins. Es ist einfach krass eng da. Mal durch. Ja, das du zuerst durch, passt schon. Bis vor der Hecht geht sie aus. Super. Sauber. Puh, das ist ein Kraftwerk, wenn ich jetzt finde. Und das ist jetzt das Ende. Super. Und ich komme gleich mit dem Radl. Ja, so krass, super. Uhu. Schnell hinten noch. Oh. Danke. Wow, das ist anstrengend, das nicht. Wir sind wieder gut unten. Ich habe es gesehen, der Trail zum Schluss war echt noch richtig cool, aber knackig und auch knapp, dass wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir ihn schon abgekühlt bei dem besten Platz ever und genießen jetzt eine richtig gute Jausen. Und zwar gibt es sehr guten Speck. Kaiser Speck, ja, aus Kitzbühel. Mit Brot und jede Menge anderem Essen haben wir alles mit. Und wir genießen jetzt noch einige Stunden da an dem geilen Platz. Wahnsinn. Das ist ja einfach ein Traum. Also das ist nichts los. Nein, das ist Paradies pur, ich sehe es. Ist einfach. Wir sind die einzigen zwei. Ja. Und deshalb genießen wir es umso mehr.
Schau, denk mal, diesen Whirlpool, was wir da gefunden haben. Boah, ein Natur-Whirlpool. Geil. Gut, oder? Ja.